Herzlich willkommen im Kunstraum Villa Fede Bonn. In dieser Sommerausstellung wir zeigen drei Künstler aus Leipzig Umgebung. Diese Gruppe heißt Opal Kunstgruppe. Herzlich willkommen im Kunstraum Villa Fede Bonn. Ja, die Künstlergruppe Opal, die wir hier in dieser ersten Einzelausstellung im Westen überhaupt sehen, ist natürlich eine Gruppe, die sich nach dem Mauerfall formiert hat im Osten. Also mein Name ist Daniel Reimer und ja, ich bin Teil der Opal Künstlergruppe und ja, die Opal Künstlergruppe besteht aus drei Mitgliedern. Das wären Johannes Keller, Hans-Christian Neumann und ich, Daniel Reimer. Man kann eigentlich sagen, wir arbeiten in einem gemeinschaftlichen Prozess und durch eine Arbeitsteilung und jede Arbeit hat eigentlich sozusagen drei Autoren. Also Johannes Keller ist der Formgeber, dann Hans-Christian Neumann gibt die Farbe und ich bin in der Umsetzung. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Kunst, die Sie verfolgen, also die abstrakt-konkrete Kunst in der ehemaligen DDR natürlich eine Kunst war, die komplett abseits stand, die ein Nischendasein geführt hat, die den Vorwurf des Formalismus traf. Also auch Johannes Keller hatte mit diesem Vorwurf zu kämpfen, weil der erste Künstler, den er sozusagen für sich entdeckte, das war nämlich Paul Klee. Und Paul Klee galt als bürgerlich dekadent. Herr Keller, der heute nicht hier ist, hat studiert an der HGB, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, und sein Lehrer war ein Schüler von Paul Klee am Bauhaus. Und das durfte er überhaupt nicht sagen. Die Studenten haben das nicht gewusst. Er hat auch nie drüber gesprochen. Sehr viel später dann, als er schon in Rente war, dann kam er uns besuchen und dann hat er ein bisschen ausgepackt. Es war sozusagen bis zum Mauerfall schwierig, sich überhaupt zu verorten und, ich sage es mal so, eine Szene zu bilden. Interessant ist, dass Hans-Christian Neumann zu mir gesagt hat, ja, wir konnten erst nach der Öffnung, konnten wir überhaupt sehen, dass es ähnliche Positionen gibt, wie wir sie gemacht haben. Also auch anderswo. Wir waren schon ein bisschen orientiert an dem, was zum Beispiel in der Tschechoslowakei und in Ungarn zu sehen war in der Kunst. Und da gab es sehr wohl Anklänge an die Dinge. Wir wussten nicht, dass das konkrete Kunst heißt. Eigentlich bis ziemlich spät hat uns jemand drauf gebracht, ihr macht konkrete Kunst, wir haben was gemacht. Denn gerade die konkrete Kunst war ja eine Bewegung, die europaweit agiert hat, und die Grundlagen wurden ja auch von de Stijl in den Niederlanden, in Polen, in der Sowjetunion gelegt, und es war ja jetzt gerade eine Kunst, die eben nicht auf die Herkunft der Künstler gezählt hat, sondern eben auf ein bestimmtes Regelwerk, auf mathematisch-geometrische Grundlagen zielt, die hier ja auch in einer ganz eigenen Art und Weise ausgearbeitet sind. Das Quadrat ist immer als Grundlage da, und was kann man mit dem Quadrat anstellen, wie geht man um mit dem Quadrat, das ist einmal auf den Bildern und das ist im Plastischen genauso. Ja, zum Beispiel die Serien, das ist eine Besonderheit von Opal, und die zeigen sich in mehreren Tafeln, und so eine einzelne Tafel wiederum besteht aus mehreren Schichten, das sieht man dann ganz gut von der Seite im Profil. Und die stehen miteinander in Beziehung. Also man sieht eine Bewegung, das ist ein Verlauf zu sehen. Und da ist eigentlich der Betrachter ganz entscheidend. Also von Tafel zu Tafel verändert sich etwas. Auch wenn man wirklich die Tafeln von der Seite betrachtet, dann sieht man die einzelnen Schichten der Tafeln und die haben dadurch eine Reliefartigkeit. Was natürlich auffällt, ist, dass sehr strenge Serien, die den Ausgangspunkt Quadrat haben, sozusagen zusammengesetzt oder zusammenzusehen sind, eben mit freieren Arbeiten, wie zum Beispiel diese Arbeit, die auch natürlich eine räumliche Wirkung hat, aber in der
Formensprache sehr eigenwillig ist, also diese wellenartige Form aufweist. Und das ist sicherlich auch eine Arbeit, die ein Stück weit zurückgeht in die Entwicklungsgeschichte auch von Johannes Keller. Ja, während man bei den Serien eher wirklich konkret die Logik verfolgt, wird hier die Logik in vielen Fällen auch ausgeschaltet oder man bleibt auch im Ungewissen. Da überlagern sich Sachen und widersprechen sich wiederum Dinge und man ja, muss das Bild dann auch so nehmen, wie es ist. Also während die Reliefarbeiten und die Gemälde sich eher noch an den Wänden befinden, gibt uns der Kubus die Möglichkeit, mehr in die Dreidimensionalität zu gehen und von verschiedenen Seiten her das Quadrat zu gestalten. Und auch hier ist der Betrachter eingeladen, den Würfel sozusagen von allen Seiten zu sehen. Also er muss den Würfel umlaufen, um wirklich seine ganze Räumlichkeit zu erfassen.